Okay, dann wollen wir starten. Herzlich willkommen heute zur Pressekonferenz hier im Millerntor-Stadion, in der der FC St. Pauli seine soziale Seite, Kiezhelden, vorstellen wird. Ich stelle jetzt erstmal kurz das Podium vor, zu meiner Linken. Unser Vereinspräsident Stefan Orth, neben ihm unser Geschäftsführer Michael Meeske, zu meiner Rechten Carsten Kupisch, seit einiger Zeit Fanbeauftragter des Vereins, Kiezheld, und lange Jahre hier in der Fanszene aktiv. Neben ihm Roger Hasenbein, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates. Und ich möchte gerne Stefan Orth bitten, zum sozialen Engagement des Vereins zwei, drei Sätze zu sagen, bitte. Ja, guten Morgen und danke fürs... Ich muss noch Mikrofon stimmen. Guten Morgen und danke für das Interesse. Ja, nach erfolgreichem Profifußball, stark wachsenden Amateursport, nachhaltigen Infrastrukturprojekten ist es uns besonders wichtig, unsere soziale Verantwortung gerade im Stadtteil nachzukommen. Der FC St. Pauli engagiert sich seit vielen Jahren hier im Viertel und auch darüber hinaus. Wir haben verschiedene Projekte finanziell, ideell und auch materiell unterstützt und dieses jetzt mit Kiezhelden auf eine Plattform stellen, wo sich unsere derzeit fünf wichtigsten Projekte bündeln, wo jeder nach seinem Einsatz und seiner Unterstützung, ob wirtschaftlich oder auch persönlich, diese Projekte, unsere Projekte unterstützen kann. Wir wollen mit diesem Einsatz, wir wollen mit diesem, ja, die Plattform hört sich ein bisschen einfach an, mit diesem doch für uns sehr, sehr wichtigen Projekt Kiezhelden unsere soziale Verantwortung noch stärker und noch nachhaltiger nachkommen. Und wollen hier mit vielen Menschen aus dem Stadtteil erfolgreich diese Projekte, unsere uns am Herzen liegenden wichtigen Projekte unterstützen. Danke. Vielen Dank, Stefan. Roger, ich möchte dich bitten, als Gremiumsvertreter mal eine Einschätzung von dir zu unserem neuen Projekt zu geben. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Ja, ich freue mich als Abteilungsmitglied der Fußballabteilung und als Aufsichtsrat ganz besonders darüber, dass das Kiezheldenprojekt eine riesige Akzeptanz innerhalb des ganzen Vereins gefunden hat und eine riesen Unterstützung erfährt. Das heißt, alle Gremien und Abteilungen des Vereins stehen ohne Zweifel hinter dem Kiezheldenprojekt. Was auch Ausdruck davon ist, dass ja schon auch in der Vergangenheit immer wieder aus den einzelnen Gremien, aus den einzelnen Abteilungen soziales Engagement gegeben hat. Beispielhaft zu nennen hier vielleicht die Blindenfußballerin der Herrenfußballabteilung, das Kenia-Projekt der Frauenfußballabteilung, aber eben auch solche Sachen wie das Weihnachtsessen der Geschäftsstellenmitarbeiterin für Obdachlose, das vom Präsidium veranstaltete Charity-Golfen, dessen Einnahmen dem Kinder- und Jugendprojekt Silbersackstraße zugutekommen. Diese ganzen Projekte und viele mehr können nun auf einer gemeinsamen Plattform dargestellt werden und nicht nur Gremien und Abteilungen, sondern auch viele andere Fans und Sympathisanten des FC St. Pauli haben nun einen ganz anderen Zugang, ganz andere Zugangsmöglichkeiten, um ihre Form der Unterstützung, Solidarität und Hilfe durchführen zu können. Ganz wichtig ist für mich auch der Zeitpunkt, in dem dieses Projekt startet. Es ist ein offenes Geheimnis, dass städtische und bezirkliche Einrichtungen und Behörden unter einem extremen Sparzwang zu leiden haben und unter Umständen kann Kiezhelden hier ein Stück weit dazu beitragen, einen Ausgleich zu schaffen oder zumindest die größte Not zu mildern. Bei der Breite unseres Vereins ist es sicherlich möglich und richtig, die Idee aus dem Stadtteil hinauszutragen und, wenn man dem glauben darf, bei 19 Millionen Sympathisanten weltweit müsste ja schon einiges zustande kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Roger. Carsten, aus deiner Sicht und aus Sicht der Fanszene, vielleicht mal eine kurze Einschätzung zu unserem Projekt Kiezhelden. Hallo, auch von mir. Ja, also wir wurden sehr früh eigentlich in die Planung und in die
Konstruktion dieses Projektes Kiezelten mit eingebunden. Wir konnten immer wieder unsere Meinung dazu sagen, auch wirklich auf Augenhöhe dazu sagen. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Resultat der jüngsten und mittelfristigen Entwicklung hier zwischen Vereinen und uns als Fanladen, als Vertreter der Fanszene. Für uns konkret heißt dieses Projekt Kiezhelden natürlich, dass auch eines unserer großen Projekte, Kiez Kick, was es schon über 10 Jahre gibt, ein niedrigschwelliges Fußballangebot, was kostenlos angeboten wird, gerade den sozial Schwächeren hier im Stadtteil zugutekommt, die es trotz aller Umwälzungen, die es hier im Stadtteil gibt, immer noch gibt und auch dieses Projekt eigentlich stetig gewachsen ist und natürlich einfach auf Spenden angewiesen ist und mit so einer Plattform jetzt einfach ja, vielleicht auf eine andere Ebene gehoben werden kann, weitergeführt werden kann und auch dadurch, dass es eben diese Vernetzung gibt, das wurde damals von Fans auch initiiert und wird auch immer noch von Fans betreut und ist bei uns angesiedelt. Das ist jetzt Teil dieser übergeordneten Kiezhelden-Sache. Ja, da kann irgendwie jeder sich jetzt mit identifizieren und das wirkt sehr authentisch und das gefällt, glaube ich, nicht nur uns als Fanladen, nicht nur mir als Fanbeauftragten, sondern eben auch der ganzen Fanszene. Und wir sind eigentlich recht froh, dass das jetzt so weit schon ist, wie es ist und hoffen halt, dass das auch ja, weiter so gut läuft. Okay, vielen Dank. Michael, nun ist es an dir zu erklären, warum gibt es denn Kiezhelden und wie sieht das Ganze aus und wie kann ich selbst Kiezheld werden? Ja, das will ich gerne tun. Grundsätzlich sieht man jetzt ja schon mal ein bisschen mehr als das, was bislang möglich war. Vom schönen Thema Kiezhelden, so wird es aussehen. Das Ganze ist ja eine digitale Spendenplattform, nenne ich es jetzt mal, so eine Plattform für soziales Engagement. Ist natürlich stark geprägt von der Optik, die glaube ich, unserer Einschätzung nach extrem gut zum FC St. Pauli passt. Das ist ja wichtig, denn es soll natürlich ein Instrument sein, was aus dem Kern des FC St. Pauli heraus sich entwickelt und später überregional und auch vereinsübergreifend entsprechend wirken kann. Trotz alledem soll es natürlich auch für gelebtes Leben stehen und soll jetzt nicht einfach starr, sauber, plastikartig, artifiziell daherkommen, wie viele andere Homepages das sicherlich tun. So sind wir nicht und so soll das Projekt auch nicht sein und ich glaube, das wird auch dann dem Zweck viel besser dienen können. Und deswegen hat es eben diese Gestaltungsform gefunden. Los geht's, steht da drauf. Das will ich natürlich jetzt auch mal tun und will ein bisschen ausführen. Vielleicht noch mal ganz kurz auch einen Schritt zurück. Warum machen wir das? Ich meine, wir haben gehört und die meisten von euch kennen das sicherlich auch. Der FC St. Pauli gilt ja so als Synonym für den sozialen Fußballclub, den sozialen Verein. Da gibt es ganz, ganz viele Aktivitäten. Haben wir jetzt auch einen Teil natürlich schon eben von hören können. Und es gibt vor allen Dingen ein großes soziales Potenzial rund um den Verein im FC St. Pauli Kosmos, nenne ich es jetzt mal. Von den verschiedensten Akteuren, Abteilungen, Fans, Sympathisanten, auch mal Wirtschaftspartner, die wir haben, die einfach irgendwas machen, mehr oder minder mal in Verbindung mit uns dann auch, uns dann dazu auch nutzen zur Kommunikation. Also da merkt man, okay, da ist eine unglaubliche Kraft, die Dinge, die Welt ein bisschen besser zu machen. Aber man stellt natürlich auch dann immer bei solchen Dingen fest, vieles von dem Potenzial verbleibt zunächst ungenutzt, weil einfach zum Beispiel relevante Projekte, relevante Organisationen, die einfach nicht die große Öffentlichkeit, die große Aufmerksamkeit erhalten können, weil sie einfach keine starke PR-Maschinerie anwerfen können und so weiter, dass die gar nicht den Weg zu denen finden, die vielleicht potenziell Interesse hätten, eine solche Aktion zu fördern. Und somit kann das Potenzial eben, wie gesagt, unserer Einschätzung nach nur bedingt genutzt werden bislang und dem wollen wir Abhilfe schaffen. Das kann der FC St. Pauli sicherlich besonders gut, weil er eigentlich über zweierlei verfügt. Zum einen genießt er natürlich eine hohe Aufmerksamkeit, er besitzt eine besondere Öffentlichkeit, er ist quasi auch ein Schaufenster. Und zum anderen, und das glaube ich auch ein wichtiger Punkt, hat er eigentlich über Jahre hinweg gelernt und lebt das auch und steht auch dafür, die unterschiedlichsten Akteure zusammenzubringen. Also da sind wir wieder gerade bei dem Punkt letztendlich, Organisation hat ein spannendes Projekt, da gibt es einen, der würde sich tendenziell dafür eigentlich interessieren, erfährt nur nie davon. Das wollen wir eben letztendlich jetzt mit dieser Plattform entsprechend ermöglichen. Und das ist am Ende der zentrale Grund eigentlich, weshalb wir Kiezhelden als digitale Spendenplattform, als Plattform für gemeinnütziges Engagement ins Leben rufen wollen. Das läuft dann ganz konkret so, dass sich am Ende gemeinnützige Projekte bei uns präsentieren können auf dieser Plattform. Ist ja schon angesprochen worden. Erstmal starten wir mit 5 zentralen Projekten, die es jetzt auch schon um den Verein herum gibt. Die sind ein Stück weit auch so die Pilotprojekte, auch synonym dann für die einzelnen Kategorien, in denen wir arbeiten. Und danach sind dann aber auch ganz, ganz viele andere Projekte und Organisationen aufgerufen, sich bei uns entsprechend zu bewerben.
sollen natürlich gemeinnützige Projekte sein, die kreativ sind, die inspirierend sind und die vor allen Dingen mit den Werten vereinbar sind. Und die sollen eben eine besondere Aufmerksamkeit in unserem Kontext erhalten, über diese Plattform und unsere Kommunikation. Darüber hinaus soll dann die andere Seite, nenne ich es jetzt mal, die für uns aber auch Kiezhelden sind in unserer Deutung, das sind die, die unterstützen, die fördern wollen, die sollen transparente und selektierte Informationen vorfinden, weil das ja häufig einfach so ein Problem ist, dass ich einfach gar nicht die für mich relevanten Maßnahmen vielleicht, als wenn ich helfen will, dann einfach mal übersichtlich gegliedert vorfinden kann. Und dem wollen wir eben Abhilfe schaffen. Wir wollen das Ganze, das glaube ich ist ein wichtiger Punkt, bewusst offen gestalten. Es gibt ja auch ein, zwei auch ganz beeindruckende, wahrscheinlich drei, vier mittlerweile ganz beeindruckende, ähnlich gelagerte Themen für soziales Engagement im Fußball. Aber nach unserem Verständnis haben die vor allen Dingen mal einen Fokus dann letztendlich, wir sammeln mal ein paar Sponsoren ein, was wir natürlich auch gerne nebenbei tun, keine Frage für das Thema. Dann wählen wir soziale Projekte aus, fördern die, schreiben da ein bisschen drüber, geben denen auch Öffentlichkeit. Wir haben dann PR, die Maßnahme kriegt Geld, Sponsor freut sich auch. Das ist sicherlich auch alles gut und schön und wirtschaftlich in weiten Teilen auch sehr erfolgreich, meiner Kenntnis nach. Aber der FC St. Pauli ist natürlich vor allen Dingen deswegen auch ein ganz besonderer Verein geworden in seiner geschichtlichen Entwicklung, weil er einfach per se so eine extreme Offenheit hatte und weil eigentlich alle, zumindest mal in gewissen Grenzen logischerweise, aber auch mitgestalten konnten. Und das wollen wir bei diesem Projekt auch. Deswegen all das, was wir hier sehen, ist jetzt erstmal die Startphase. Das Ganze wird sich auch, damit jetzt auch noch nicht den ganz konkreten Plan, wie sieht es in einem halben Jahr aus, wie sieht es in einem Jahr aus, das Ganze wird sich weiterentwickeln und es wird sich vor allen Dingen weiterentwickeln aufgrund vielfältigster Einflüsse. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Plattform schaffen, wo jeder, der Gutes tun möchte, jeder, der sich engagieren will, dort seinen Platz findet. Ob mit Zeit, mit Geld, mit Sachspenden, viel Geld, wenig Zeit, viel Engagement, was auch immer, ist eigentlich völlig unerheblich. Jeder wird dort eine Möglichkeit finden, eben mitzumachen. Und die einzige Grundvoraussetzung, die wir eigentlich an das Projekt stellen und an die einzelnen Kiezhelden stellen, ist natürlich, dass ihr Engagement gemeinnützig getrieben ist vor allen Dingen und vor allen Dingen auch, dass sie sich mit den Werten des Vereins verbunden fühlen. Damit können das aber durchaus auch überregionale Themen sein. Das wird am Anfang naturgemäß sicherlich so einen Fokus geben auf St. Pauli, aber das soll auch der erste Schritt sein und es soll dann auch einen überregionalen Niederschlag finden und die Welt natürlich an allen erdenklichen Stellen ein Stück weit besser machen können. Es soll auch vereinsübergreifend wirken, also da wollen wir jetzt auch nicht sagen, dass der Fan von VfL Bochum, der vielleicht von irgendeiner tollen Maßnahme, die auch rund um Fußball, soziales Engagement, Nachwuchskultur und so weiter zu tun hat, auch der kann, wenn das dann auch unseren Werten entspricht, was er da fördern möchte, letztendlich natürlich auch eine Maßnahme letztendlich zur Bewerbung bringen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Deswegen, es soll einfach extrem offen sein und alle sollen die Möglichkeit haben, solange sie zu uns passen, letztendlich mit uns zusammen dann auch eben die Welt ein Stück weit zu verbessern. Wir wollen damit natürlich das Lebensgefühl des FC St. Pauli auch hinaustragen und wir wollen auch eines machen, wir wollen soziale Verantwortung attraktiv machen. Wir wollen zeigen, dass gutes Tun Spaß machen kann, dass das gemeinnützig ist, dass es auch gemeinschafts- und vor allen Dingen auch sinnstiftend ist und dass das eben auch jetzt nicht nur Themen sind für mich ist dann saturierte Altersgruppen, die sich das dann leisten können, mal was zu spenden oder für mich ist die ganz jungen Wilden, die sagen, ich will jetzt die Welt verbessern und ganz anders machen und so weiter, sondern dass jeder eigentlich seine Möglichkeit hat, die Welt ein Stück weit zu verändern. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Ganzen. Damit ist es für uns natürlich auch ein Stück weit PR-Instrument, gar keine Frage. Und vor allen Dingen ist das Thema für uns aber auch ein ganz, ganz zentrales Projekt auch für die nächsten Jahre im FC St. Pauli, weil wir sagen, der Verein steht nun mal für soziale Verantwortung, für sein soziales Engagement. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Kern, Teil seines Wesens letztendlich. Und vor allen Dingen ist das auch eine Möglichkeit, gerade eine solche Plattform, wo sich eben die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Gruppen auch einbringen können. Wenn man ansonsten häufig mal das Problem, da will ich jetzt gar nicht eine Besser-Schlechter-Fan-Diskussion anfangen und VIPs und Event-Fans und so weiter, aber natürlich gibt es hier und da mal Zielkonflikte. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein solches Thema eben dazu geeignet ist, dass da jeder sich auf seine Art und Weise einbringen kann und dass das deswegen so eine quasi Art neue gemeinsame Mission für alle, die sich mit dem Verein verbunden fühlen in gewisser Art und Weise und assoziieren können und wollen, sein kann. Und deswegen eben hat es auch für uns eine ganz, ganz zentrale, auch zukünftige, auch strategische Bedeutung. Wie läuft es dann mal konkret im Detail ab? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Ich sagte es ja schon auch jetzt in verschiedenen Sätzen ansatzweise, die Projekte können sich bei uns bewerben. Dort haben wir dann Mitarbeiter in dem Bereich bei uns, letztendlich ein bis zwei, die sich vor allen Dingen um das Thema kümmern. Die schauen sich dann die Projekte an, die sich beworben haben. In der Bewerbung muss vor allen Dingen mal kurz und knapp erklärt werden, warum denn das Projekt meint, ein Kiezheldenprojekt zu sein.
dann werden wir relativ schnell abschätzen können, gibt es da eine ausreichende Parallele, sagen wir mal, bei den Werten, ausreichende Gemeinsamkeit? Ist das wirklich so ein FC St. Pauli wertenahestehendes Projekt? Dann kann das eben bei uns einen Platz bekommen, letztendlich in 5 Rubriken. Das ist einmal natürlich der Stadtteil, der uns eine besondere Rolle spielt. Das ist Jugend, das ist Kultur, das ist Gesellschaft und das ist auch noch Weltoffenheit, denn wir wollen natürlich bewusst auch die Brücke offen gestalten. Haben dafür die verschiedenen Pilotprojekte ausgewählt, um vielleicht auch das noch stärker zu veranschaulichen. Wofür stehen diese Rubriken? Was sind das für Projekte? Und das sind dann natürlich Kiezkick letztendlich, aber auch Fanräume, das Museum letztendlich rund um den FC St. Pauli, Viva Con Agua und die Aktion Laut gegen Nazis, die eben erstmal eine besondere Rolle spielen und symbolisch die Platzhalter sind für die einzelnen Kategorien. Und in denen sollen sich dann aber auch ganz andere Organisationen später wiederfinden können, sollen bei uns, wenn sie denn durch diesen relativ schlichten Bewerbungsprozess geraten sind, ihren Platz bei uns erhalten und werden dann zeitlich befristet, momentan gehen wir erstmal davon aus, eine Woche ihnen eine exponierte Kommunikation bieten zu können. Aber auch das ist so ein Stück weit Work in Progress. Wenn wir feststellen, das reicht einfach nicht, die Aktionen brauchen noch ein bisschen mehr, dann geben wir ihnen halt 2 Wochen. Also ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt, aber mit irgendeinem Zeitrahmen muss man ja auch mal starten. Und werden da dann cross-medial, wie man so schön heutzutage sagt, eigentlich die ganze bunte Mischung dessen, was wir in Kommunikation bieten, nutzen können. Vor allen Dingen natürlich über die Kiezhelden-Plattform, aber darüber hinaus eben auch über weitere Möglichkeiten bei uns im Stadion an den Spieltagen, auf unserer Homepage auch nochmal, in der Stadionzeitung, auf dem Videoscreen und so weiter. Und damit werden dann unsere Einschätzung nach Maßnahmen und Aktionen an der Öffentlichkeit erhalten, die ihnen eigentlich sonst leider Gottes im Großen und Ganzen verwehrt bleiben dürfte. Und natürlich werden die potenziell Interessierten, und wir gehen davon aus, dass es viele potenzielle Unterstützer und Förderer gibt in unserem Umfeld, werden einfach noch mit ganz, ganz vielen Maßnahmen, die schon eine ausgeprägte Gemeinsamkeit mit dem, für das der Verein steht, haben, einfach dann konfrontiert, sodass wir davon ausgehen, dass damit dann auch noch viel mehr an Unterstützungsmöglichkeiten realisiert werden kann. Dazu gibt es dann nochmal eine redaktionelle Berichterstattung und auch so eine Art Monitoring, soll natürlich auch dann nochmal festgehalten, nachgehalten werden, was haben dann die Projekte denn eigentlich, wenn sie dann zum Beispiel erfolgreich abgeschlossen wurden, ihr Spendensammelziel erreicht haben, was ist denn eigentlich daraus geworden, also da gibt es dann quasi noch so ein Review dazu, dass man dann auch sehen kann, okay, welches Projekt hat da eigentlich was daraus gemacht. Ich glaube auch, dass die redaktionelle Berichterstattung ein wichtiges Thema ist. Ich meine, die Journalisten werden das natürlich besser wissen, als ich es weiß, aber ich habe irgendwann gelernt, dass natürlich die Menschen hinter solchen Projekten auch ganz wichtig sind, um Sympathie, um Vertrauen eben dann aufzubauen in der Ansprache an potenzielle Unterstützer und Förderer. Und ich glaube, dass es uns dann ein bisschen einfacher fällt, vielleicht über eine Organisation und über die dahinterstehenden Köpfe zu berichten, als dass die Aktion vielleicht selber machen würde, weil man sich ja selbst auch ungern mal so konkret in den Vordergrund stellen möchte. Also da liefern wir schon vielerlei Hilfestellung. Wir liefern auch so ein Stück weit Systemsupport, nenne ich es jetzt mal, denn da sind ja auch immer wieder Maßnahmen dabei, die tun sich dann vielleicht schon schwer, weil sie nicht ein Backoffice haben, wo sie dann Spendenquittung ausstellen können und ähnliches. Und das kann alles über unseren Technikpartner, mit dem wir die Plattform zusammen betreiben, Better Place, entsprechend eben relativ smart und einfach abgewickelt werden. Also auch nochmal eine wichtige weitere Unterstützungsmöglichkeit letztendlich für das ganze Thema, sodass auch viele kleine Aktionen, die sich bis dato vielleicht schwer getan haben, so einen Prozess auch vernünftig abzuwickeln, dann da relativ einfaches Handwerkszeug erhalten, um das dann eben für beide Seiten ansprechend über die Bühne zu bringen. Ja, das sind, glaube ich, schon mal so die ganz, ganz wichtigen Aspekte in dem Thema. Habe ich jetzt noch was vergessen, überlege ich gerade mal, aber ich glaube, wenn meine Kollegen auch jetzt sagen, das war es im Großen und Ganzen, dann sind wir damit, glaube ich, relativ durch. Ich glaube, wichtig ist der Punkt nochmal zu sagen, dass das Ganze jetzt eben, so wie es da steht, der erste Schritt ist. Das Ganze, wenn es heute online geht, wird man auch feststellen, okay, das ist jetzt erstmal das Basissetup und da wird sich, glaube ich, noch ganz, ganz viel entwickeln, bis hin, dass wir auch gesagt haben, wir wollen natürlich auch alle damit zu Kiezheld machen, ich hatte es ja ansatzweise auch schon erwähnt. Also damit meinen wir die Projekte, die Unterstützer, aber natürlich auch die Ermöglicher, wie wir es nennen, das sind quasi die Sponsoren in dem Thema. Auch da suchen wir natürlich noch 3 bis 4 Unternehmen, die uns auf diesem Weg begleiten. Und damit wir diese Plattform auch dauerhaft betreiben und vor allen Dingen weiterentwickeln können. Den Betrieb würden wir schon hinbekommen mit eigenen Bordmitteln, aber die Weiterentwicklung soll natürlich auch gelingen. Und da sollen dann natürlich verschiedenste weitere Aktivitäten auch noch denkbar, bis hin, dass man ein Kuratorium oder wie auch immer es heißen mag, dann eben entsprechend besetzt, was die Weiterentwicklung steuert, dass wir Unterstützer einsammeln, die zu Multiplikatoren, zu Sprachrohren machen für die Aktion, noch viel dialogintensiver arbeiten können, als das vielleicht jetzt im ersten Schritt notwendig ist. Aber wir sind überzeugt davon, dass eben gerade mit Hilfe unserer Technikpartner von Better Place als auch mit unserer
Kommunikationsagentur Think hier erstmal eine beeindruckende Startplattform gelungen ist, die das soziale Engagement dieses Vereins eben sehr deutlich vervielfachen wird nochmal und damit der Weiterentwicklung des gesamten Vereins und auch seinem Umfeld entsprechend Rechnung tragen wird. Von daher gilt mein Dank nochmal allen Beteiligten, sowohl vereinsintern, natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, die sich da entsprechend engagiert haben, als auch den Aktionen, die uns auch wichtiges Feedback gegeben haben. Wie muss das eigentlich sein? Wie würde es uns wirklich weiterhelfen? Wie findet ihr das und so weiter? Da gerne immer noch mehr und natürlich auch Better Place and Think für die operative Arbeit in der Umsetzung mit der Plattform. Das wäre es von meiner Seite. Damit gebe ich zurück an Christoph. Gut, Michael, vielen Dank. Jetzt ist es an euch, Fragen zu stellen, wenn ihr selber Kiezhelden werden wollt. Stefan Krause, bitte. Ey, das klingt für mich nach einem nicht ganz unerheblichen Arbeitsaufwand, wenn das alles immer angelaufen ist. Wer kümmert sich denn um die, also wer prüft da die Bewerbung und wer setzt das dann redaktionell auch um? Also diese Vorstellung von Leuten, die da gerne rein möchten. Das ist ja wahrscheinlich nicht mal so nach Feierabend in 5 Minuten abgefrühstückt. Nee, wohl wahr. Wir haben in der Tat auch gestaunt, dass das Ganze dann doch sehr personalintensiv wird. Auf der anderen Seite sind wir eben davon überzeugt, dass das ein ganz, ganz wichtiges Projekt des FC St. Pauli ist und dass wir da jetzt nichts vor zurückschrecken können und dürfen, eben auch das Ganze mit Personal zu unterlegen. Und wir haben im Marketingbereich ohne die schon aufgrund der ganzen bisherigen CSR-Thematik, Spendenanfragen und so weiter, ja so einen kleinen Bereich Sozialmarketing etabliert und den noch entsprechend verstärkt. Und da sitzen eben 2 Personen, die sich um das allgemeine Thema soziale Verantwortung mit allem, was dazugehört, bei uns bekümmern, aber vor allen Dingen jetzt eben auch mit diesem Projekt befassen werden. Und die werden für uns quasi auch dann für den FC St. Pauli natürlich in erster Linie mal die Prüfung vornehmen der Objekte, der Projekte, die sich entsprechend bewerben und dann Auswahl treffen und damit dann die geeigneten Projekte auswählen. Auch ein schöner Einwurf von Josip, der ist gut informiert. Ich erwähnte es ja eben auch gerade, natürlich suchen auch wir für das Thema noch Sponsoren. Wir nennen sie jetzt mal in dem Kontext Ermöglicher, weil sie uns eben helfen sollen, diese Plattform, diese Option, dieses Instrument überhaupt erst zu ermöglichen und auch die dauerhafte Weiterentwicklung. Und die schaffen natürlich auch vor allen Dingen eines, dass das, was denn dann individuell gespendet wird, jetzt mal an Geldbeiträgen gerechnet, dass das eben zu 100% auch in die gewünschte Aktion gehen kann. Das, glaube ich, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Häufig gibt es natürlich immer schnell so einen Wasserkopf an Verwaltungen, der dann vieles auffrisst. Natürlich können wir jetzt immer nicht die Hand dafür uns vorlegen, was dann bei der einzelnen Aktion noch an Verwaltungsaufwand entsteht und was vielleicht dann eben den ursprünglichen Spendenbeitrag noch ein Stück weit schrumpfen lässt. Aber das wollen wir natürlich auch transparent machen. Deswegen sagte ich vorhin ja auch transparente und selektierte Informationen. Das sollten die Organisationen auch schon ausweisen, was denn davon wirklich ganz am Ende ins konkrete Projekt fließt. Und wir wollen daran nichts verdienen, wir leiten das quasi 1:1 durch, sind dabei in der Basisvariante jetzt nicht zwingend auf weitere Unterstützung angewiesen, wenngleich wir sie natürlich gerne in Anspruch nehmen, um das Ganze einfach auch so schnell wie möglich noch deutlich größer zu machen. Deswegen sind auch in dem Thema natürlich Sponsoren herzlich willkommen, aber auch da sind wir in guten Gesprächen und ich denke, da werden wir demnächst 1-2 Unterstützer auch präsentieren können. Dennoch, wer noch wen kennt, der gerne möchte, immer her damit. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint für den Moment nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch 2 Dinge. Zum einen werden wir gleich draußen, das geht an die Fotografen, noch ein Fotomotiv mit den Leuten hier auf dem Podium machen. Und zum zweiten habt ihr die Möglichkeit, euch in den Newsletter einzutragen, damit ihr immer die aktuellen Informationen zu Kiezhelden erhaltet. Die Liste liegt draußen. Außer könnt ihr euch bitte eintragen und wir stellen euch dann alle Informationen zu Kiezhelden zur Verfügung. Und das dritte ist, draußen steht noch ein bisschen was zu essen und wenn ihr wollt, guten Appetit und vielen Dank, dass ihr da wart.